Ja, hi und moin und herzlich willkommen wieder zu einer zu einer Kurzausgabe vom Gartenland. So, ja, haben mich irgendwie witzigerweise mehrere angesprochen, so, ach Mensch, mal so ein kurzes Video in der Woche, finden wir gut. Habe ich jetzt auch ein paar WhatsApp-Nachrichten bekommen. Ich habe viele WhatsApp-Nachrichten im Moment bekommen. Bald bin ich nur noch am WhatsApp-Nachrichten lesen. Es kamen ein paar Fragen allgemein. Ja, dann eben halt dieses in der Woche Videos machen. Ich merke schon, es wird wieder nicht kurz, dieses Video, aber egal. Und dann kamen ein paar Nachrichten zum Video am letzten Wochenende, wo es da um den Erdbohrer ging. Ich habe zwei Teile gemacht. Witzigerweise 70 Leute ungefähr haben jetzt den ersten Teil geguckt, aber schon 110 den zweiten. Ihr solltet das vielleicht verkehrt rum machen, erst mit dem ersten Teil anfangen. Okay. Ja, fangen wir erstmal an. Warum habe ich viele E-Mails auf dieses Erdbohrer-Video bekommen oder Nachrichten bekommen? Und zwar ging es darum, Kai, was soll denn das jetzt auf einmal? Ich dachte erst so, ne, was ist denn jetzt los? Warum stänkern da jetzt welche rum und so? Da kamen jetzt mehrere Nachrichten. Ich dachte, keine Ahnung, ne, ich habe noch gar nicht die Kommentare großartig gelesen. Hab das mal eben kurz überflogen, waren ja jetzt nicht viele Kommentare auf das Video. Ja, das eine ist in der Hinsicht der Gärtner. Jetzt hier nicht falsch verstehen, ich will jetzt hier keinen anschwärzen oder sowas, aber wenn ich jetzt davon erzähle, ihr braucht ja nur in die Kommentare lesen, dann wisst ihr, wer es ist. Ja, der hat jetzt halt geschrieben, weiß ich nicht, wie peinlich das wäre, mit einem Attika irgendwo beim Kunden aufzutauchen und da sieht man ja aus wie Hans Wurst Firma oder irgendwie sowas und das als Profi. Weiß ich nicht, ob es wirklich so gemeint war, wie es sich jetzt anhört. Ist halt seine Meinung. Ist vielleicht jetzt nicht, also klar, es hört sich negativ an. Jetzt muss man dazu sagen, er hat ja irgendwo recht. Also das, was er sagt, ist ja richtig. Wenn ich natürlich irgendwo hinkomme und habe ein günstiges Gerät und die Kunden achten da ja halt auch drauf, das sieht natürlich ein bisschen blöd aus. Aber wenn das Gerät funktioniert und arbeitet, wenn ich natürlich nur Billiggeräte habe und schlecht arbeite, und dadurch die Arbeit länger dauert und der Kunde mehr bezahlen muss, ist das natürlich scheiße. Weil dann sagt der Kunde nämlich auch, also dann hätte ich mir auch eine andere Firma nehmen können. Die haben Erdbohrer, der braucht eine Sekunde und nicht 10 Sekunden oder so. Sie arbeiten ja theoretisch gesehen sozusagen langsamer, wenn sie mit so einem Billigprodukt arbeiten oder basteln ja mehr an dem Gerät rum, weil das ja nicht vernünftig läuft. Ne? Das ist also das, er hat schon recht in dem Sinne, was er sagt, mit dem Profigerät sieht es professioneller aus. Ob ich damit dann umgehen kann und ob ich wirklich von irgendwas Ahnung habe, ist ja zweitrangig. Aber der erste Eindruck ist eben halt tatsächlich Billiggerät gleich scheiße. Und das färbt dann natürlich dann auf die Firma oder auf denjenigen, der dann den Auftrag da haben möchte oder macht oder wie auch immer, ab. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, das ist erstmal ein Testgerät für mich. Ob ich überhaupt das benutze etc. und so weiter, das weiß ich ja alles noch gar nicht. Das stellt sich jetzt erst alles in nächster Zeit raus, ob ich dafür überhaupt Aufträge kriege. Ich habe jetzt 4 Aufträge angeguckt, Zäune aufbauen. Mal gucken, ob ich da überhaupt was von abkriege von den Aufträgen, weil im Moment ist der Konkurrenzkampf sehr groß. Da komme ich auch noch gleich zu. Es wird ein längeres Video, das merke ich jetzt schon. Und da wird sich dann eben halt zeigen, ne, wie ist das Gerät nachher dann wirklich im Einsatz. Ne? Also jetzt im Moment, wie gesagt, ich habe das eine Loch jetzt da in dem Video gebohrt. Das war ein weicher Boden.
mag sein, dass wenn da mal ein paar dickere Baumwürzelchen kommen oder so, die vielleicht ein Profigerät irgendwie durchknacken würde, dann ist das natürlich eine andere Hausnummer, ne? Natürlich zu sagen, ja, kauf den Attica, der hätte jetzt auch nur knapp unter 500 gekostet, wollte ich jetzt aber erstmal nicht. Hund weg, Hund raus, beide Hunde raus, beide raus. Ich werde hier gerade von den Hunden schon wieder überfallen. Ja, wollte ich jetzt aber im Moment noch nicht aufgeben, weil ich jetzt gar nicht so viel mit Zaunaufbau zu tun habe. Also klar, wir haben schon öfters Zäune aufgebaut, gar keine Frage, aber war bis jetzt noch nicht so unser Hauptgebiet. Ich will es jetzt mal antesten, dass wir da mehr mitmachen, mit Zäune aufbauen, weil da jetzt doch die Anfrage ziemlich groß wird, was Zäune aufbauen geht. Und deshalb, jetzt habe ich erstmal das Gerät gekauft zum Test, um einfach zu testen. Wenn ich merke, es läuft, dann werde ich mir natürlich sofort was Größeres kaufen. Vorausgesetzt, dass das Attica-Gerät jetzt seine Arbeit nicht so macht, wie es soll und tatsächlich vielleicht beim 30. Loch anfängt rumzuzicken oder nicht mehr richtig anzuspringen oder einfach nicht die Leistung mehr hat oder sowas, dann fliegt das Ding natürlich sofort weg, weil damit verdienen wir unser Geld, ne? So, das zu seinem Kommentar. Also ich weiß nicht, ob da jetzt noch mehr stand oder so in seinem Kommentar. Ich glaube, das war es jetzt. Also das war jetzt so der Hauptpunkt, so wie kann man als Profifirma mit so einem Billiggerät arbeiten? Ja, also zum Antesten, das Ding hat 200 Euro gekostet. Zum Antesten finde ich es erstmal in Ordnung. Ob das überhaupt wirklich nachher in Einsatz kommt, ist alles noch erstmal dahingestellt. Sobald ich merke, ich kriege Aufträge für Zäune aufbauen, kommt natürlich sofort ein Zweitgerät her. Gar keine Frage. Aber was auch viele immer... ich habe auch noch per WhatsApp-Nachricht auch schon so eine Nachricht bekommen, da stand Ähnliches drin. Leute, das Geld muss aber ja auch erstmal verdient werden, um sich Geräte zu kaufen. Ne? Ich verdiene jetzt nicht irgendwie 500.000 Euro im Jahr, dass ich jetzt sagen kann, ich kann mir nur die High-End-Produkte jetzt immer kaufen, sondern irgendwo muss ich natürlich auch, ich kann nicht mehr ausgeben, als ich verdiene. Das vergessen dann immer viele, die dann jetzt irgendwie die Videos sehen und sagen, ey, du bist als Firma, musst du doch, keine Ahnung, eine Hilti haben und dies haben und das haben und das haben und kauf dir lieber das und kauf dir lieber das. Leute, wenn ich 500.000 Euro einnehmen würde, kann ich nicht 3 Millionen ausgeben. Wenn ich nur 10.000 Euro im Jahr verdiene, kann ich nicht 30.000 Euro ausgeben, ne? Für irgendwelche Geräte, die ich vielleicht gar nicht brauche. Also ich habe einige Geräte, die bei mir rumstehen, die nicht zum Einsatz kommen. Wo ich gute Sachen gekauft habe und dann, ja, Pustekuchen, waren die Aufträge auf einmal weg und wollte keiner mehr gemacht haben. Ne? Vertikutierer kam bei uns, ich glaube, einmal zum Einsatz bis jetzt. Also ich habe erst einen Kundenauftrag oder zwei Kundenaufträge gehabt mit Vertikutieren. Ja, das war weggeschmissenes Geld. Und der Vertikutierer kommt jetzt bei mir hier zu Hause zum Einsatz und das war's. So viel zum Thema, kauft ihr was Gutes? Ja. Das ist so, man muss schon genau überlegen, wo man Geld ausgibt und wo nicht, wofür. Und ich werde den Teufel tun und mir ein Erdbohrer, den ich jetzt 13 Jahre nicht gebraucht habe, oder 12 Jahre, wie lange ich das mache, jetzt mir gleich einen Erdbohrer für 600 Euro oder 800 Euro kaufen. Ich kam auch 12 Jahre ohne aus, ne? Natürlich, jetzt habe ich gemerkt, es geht natürlich super geil. Spielt ja jetzt auch keine Rolle. Also so viel zu seinem Kommentar. Ich weiß jetzt nicht, ob er da noch irgendwas geschrieben hat, aber hätte man vielleicht ein bisschen netter formulieren können, da ich seinen Kanal auch kenne und ich weiß, er macht wohl auch Gartenarbeiten oder ist Gärtner. Ich weiß nicht, ob er wirklich alles die High-End-Produkte rumliegen hat bei sich.
Er wird sicherlich auch Markengeräte haben. So, aber das ist, spielt auch gar keine Rolle. Es soll doch jeder so machen, wie er will. So, fertig. Der andere Kommentar, habe ich dann auch nur gelesen und habe gedacht so, ach Mensch Leute, ne, wie kann man denn so einen Scheiß schreiben, ne? Darum ging es, da ging es um den Kommentar, kauf dir lieber einen von Fuchstech, der hat eine bessere Qualität. Echt Leute, ganz echt jetzt? Also ich hätte jetzt gesagt, wenn da einer gesagt hätte, kauf dir einen von Stiel, der hat eine bessere Qualität, hätte ich gesagt, ja, hast du recht. Da habe ich gedacht so, Alter, wie kann ich denn so, also ist das jetzt echt sein Ernst gewesen? Kauf dir einen von Fuchstech, das ist eine bessere Qualität. Dann habe ich gedacht, mein Gott, nein. Dachte ich, wenn du ein bisschen Ahnung hättest, dann wüsstest du, dass das Gerät von Fuchstech 1:1 das Gerät von Attica ist. Nur mal eben so viel am Rande. Dann habe ich gedacht, da musst du doch mal eben gucken, was ist das für einer? Und ja, okay. Es sei ihm verziehen, ich schätze mal, er ist so 14, vielleicht 15 Jahre alt oder so. Hat mit seinem, glaube ich, mit seinem kleineren Bruder so einen kleinen Werkstattkanal, wo die auch so ein paar Werkzeuge haben und sowas, noch Maschinen. Finde ich erstmal super. Das finde ich super, dass man in dem Alter heutzutage sich so für Werkzeuge interessiert und so. 1A. Super, finde ich auch geil. Haben sie so einen Kanal. Ne, für das Alter, finde ich, machen sie das cool. Aber, ja, dann bitte wirklich, ne, glaubt auch mal jemanden, der doch schon 30 Jahre mehr auf dem Buckel hat. Und einfach, was ihr an Lebensalter habt, das habe ich schon doppelt so viel in Berufserfahrung. Und dann wirklich vielleicht einmal auch so ein bisschen googeln oder so, oder auch einmal mal bei YouTube eingeben, den Erdlochbohrer von Fuchstech und einmal den von Attica. Und ihr werdet sehen, die sind 1:1 gleich. Steht nur ein anderer Name drauf. Aber ansonsten 1:1 baugleich. Gleichen Bohrer, alles gleich. Also, ne, bevor man so eine Aussage macht, entweder habe ich das Gerät selber zu Hause oder am besten sogar noch beide und kann sagen, ne, der von Attica, der taugt nichts, der Fuchstech, der ist richtig geil, der hat also bestimmt gefühlte doppelt so viel PS oder doppelt so viel Leistung, schneidet dreimal so schnell in der Erde rein. Nein, ist nicht so. Also, den Kommentar lasse ich einfach mal außen vor, weil ich dann auch gesehen habe, von wem es kam. Ansonsten den, von der Idee, also dass die Jungs da wirklich in ihrer Garage stehen und machen, finde ich gut. Oder am Schuppen oder wo auch immer. Haben sich auch einen schönen kleinen Maschinenpark in ihrer Werkstatt aufgebaut. Für das Alter, dass sie nicht vor ihrer Playstation sitzen den ganzen Tag. Lieber sitzen in der Werkstatt. Und werden irgendwann mal richtig gut werden, wenn die am Ball bleiben. Definitiv. Ja, so. Video. Von der Zeit her wollte ich eigentlich jetzt schon längst aufhören, aber ich beantworte noch eure Fragen, die ihr so gestellt habt. Also so viel zum Thema Kommentare. Auch vielleicht in Zukunft. Ja, ich liebe natürlich nette Kommentare, wenn ihr mir Honig um Bart schmiert oder wenn es wirklich so ist, dass irgendwas toll ist oder ich toll gemacht habe, schreibt es ruhig rein. Auch wenn ich mal ein bisschen Blödsinn erzählt habe oder so, ich habe da kein Problem mit. Ne? Also ich wäre da jetzt vielleicht gar nicht selber so drauf gestoßen. Ja, überlegt einfach zweimal, ob man immer irgendwie was Negatives sagen muss. Also ich mache nicht alles richtig, ich mache nicht alles perfekt, gar keine Frage. Darum geht es ja auch jetzt letztendlich gar nicht, sondern ich schildere einfach nur so, wie ich es sehe, wie ich die Geräte habe. Ich kann mir jetzt auch nicht irgendwie 10 verschiedene Geräte zur Auswahl immer kaufen. Das kommt alles aus meiner Tasche, aus der Firmentasche. Ich werde nicht gesponsert oder sonst irgendwas. Ja, also ich finde so andere immer irgendwas Negatives zu sagen, so keine Ahnung,
oh, du hast da irgendwie gesägt und gar keine Schutzbrille aufgehabt und oh, Katastrophe und da erstmal 1000 Kommentare drunter setzen, wie falsch das ist und das weiß doch jeder selber, ne? Lasst es doch einfach, also ich sehe das bei anderen YouTubern oder so, die wirklich große Kanäle haben oder viele Abonnenten haben, wie die da teilweise Kommentare reingedrückt kriegen oder so, ne? Verstehe ich nicht, was? Da stellen sich Leute hin, machen sich Mühe. Ich krieg's ja auch noch nicht mal bezahlt, das mache ich alles in meiner Freizeit, ne? Und, ach ja, weiß ich nicht. Einfach mal drüber nachdenken, ob man wirklich immer alles irgendwie bewerten muss und kommentieren muss. Wenn es dann wirklich so ist oder so, kann man es ja ein bisschen noch netter umschreiben vielleicht. Weil wenn man alle Leute immer irgendwo, ne, versucht irgendwie schlecht zu machen oder so und sagt, man ist selber besser oder so, mache ich auch nicht. Ja, dann macht es ja auch gar keinen Spaß mehr, hier Videos hochzuladen. Ne? Warum sollte man dann irgendwann Videos hochladen? Es ist zwar wirklich nur ein ganz kleines, minimaler, kleiner Teil. Also bei mir im Moment sowieso. Aber bei anderen, wenn ich das sehe, boah, die fällen einen Baum, filmen das, um zu zeigen, wie es geht oder wie die es machen. Berufsbaumfäller. Och, und da sind wirklich ja noch 1000 Experten, die es alle besser wissen. Ne? Also gut, okay, wir haken das Thema jetzt mal ab. Ja, Fragen von euch. Und zwar ging es darum, wie kriege ich überhaupt Aufträge? Wie komme ich an Aufträge ran? Es ging darum, dass sich jemand auch mit einem Kleingewerbe anmelden will und auch Gartenarbeit machen will, denke ich mal, glaube ich. Und da kam ihm halt, wie komme ich an Aufträge ran, ne? Ja, letztendlich ganz einfach gesagt, die typischen Sachen, Werbung machen. Im Internet, mach eine Facebook-Seite, mach keine Ahnung was, dreh Videos, was für ein toller Gärtner du bist, was du alles schon so gemacht hast oder wie auch immer. Bekleb dein Auto, guck, ob du irgendwo Zettel aufhängen kannst, Schilder, schmeiß irgendwo in eine Briefkästen Flyer rein. eBay-Kleinanzeigen, MyHammer, Blauarbeit und also so viel erstmal streuen und machen, wie es geht, mit wenig Geldaufwand, das ist wichtig. Und dann wirst du merken, wird vielleicht hier und da mal eine Anfrage kommen oder guck auch einfach bei eBay-Kleinanzeigen rein. Da sind viele Leute, die sagen, ich suche jemanden, der mein Rasen mäht, keine Ahnung, was meine Hecke schneidet. Schreib die Leute an, du machst das und du hast Erfahrung und es wird über die Jahre immer mehr werden. Also ich merke das jetzt auch, ich werde sehr viel angeschrieben, ich schreibe Leute weniger an als früher. Man kriegt immer mehr Daueraufträge dazu oder feste Aufträge, die man jedes Jahr immer wieder abarbeitet und nur noch diese ganzen anderen Sachen noch irgendwie so ein bisschen nebenbei mit reinschmeißt und mitmacht, das kommt über die Jahre ganz von alleine. Mundpropaganda ist sehr wichtig, das heißt, wenn du die ersten Aufträge machst, mach sie wirklich gut, mach sie in Zukunft auch gut. Das ist das Aushängeschild, das Wichtigste überhaupt. Gar nicht mal der Preis, aber gute Arbeit, nett, pünktlich. So, fertig, aus. Der Preis ist nachher egal. Wenn die dich einmal gehabt haben und du warst gut, pünktlich und hast gute Arbeit abgeliefert etc., schnell, dann werden die beim nächsten Mal, wenn die sagen, Mensch, wir wollen damit was im Garten machen, aber das können wir nicht selber, aber hier, der hier bei uns, keine Ahnung, einen Zaun aufgebaut hat, Hecke geschnitten hat, da melden wir uns nochmal. Und das ist so, wenn man gut war, einmal melden die sich immer wieder bei dir. Wenn es irgendwie was Blödes war, dass die sagen, oh Mensch, da haben sie aber irgendwie die Hecke scheiße geschnitten, kriegst du den Auftrag zwar bezahlt, aber beim nächsten Mal suchen die sich jemanden anderen. Ist so. So, das so viel dazu. Hoffe, das ist damit beantwortet. Dann kam jetzt öfters wieder die Frage, kannst du nicht Aufträge filmen? Klar, immer diese Videos, die ich jetzt im Moment so in der Werkstatt mache,
sind auf Dauer natürlich langweilig, sehe ich auch ein, verstehe ich auch. Ja, wurde ich des Öfteren schon wieder gefragt, Filmen bei der Arbeit, ich muss immer gucken, das ist immer schwierig. Die Leute wollen nicht mehr ihre Gärten gefilmt haben, die haben keine Ahnung, wovor die Angst haben. Es gibt Google Earth, man kann bei den Leuten so oder so einen Garten gucken, aber seitdem dieser ganze Datenschutzkram ist, sind die alle so komisch geworden. Und das sieht auch immer blöde aus, wenn ich dann anfange, so eine Kamera da aufzustellen und zu filmen. Und die denken immer so, naja, das hat er alles bestimmt in seinen Festpreis mit reingerechnet, seine Filmerei und so. Ne? Es hat echt immer so ein, ja, so ein, es hat nicht diesen Profi-Charakter. Obwohl es natürlich irgendwo auch wichtig ist, irgendwie sowas zu machen. Das verstehen die Kunden aber nicht. Ja. Ich muss gucken, es geht immer irgendwie nur da, wo ich so, wie soll ich das sagen, wo die Kunden nicht gerade rumrennen oder so, ne? Wo ich zwar filmen darf, aber wo die das nicht unbedingt jetzt, oder es gibt auch welche, die sind ganz harmlos, die sagen, film doch, mir doch egal. Also da muss ich gucken, also da, wo ich jetzt mal die Kamera mitnehmen kann oder so, nur das ist eben halt ziemlich aufwendig, weil ich da nicht die Kamera die ganze Zeit laufen lassen kann. So. Also ich gucke, ob ich ein bisschen mehr wieder was Abwechslungsreiches reinbringen kann. Ja, dann kamen hier zwei, drei Anfragen von wegen, denen hat das wohl mit der Verlosung ganz gut gefallen. Ich habe ja einmal so eine Verlosung gemacht bei, keine Ahnung, Kunden oder Abonnenten. Da habe ich ja so ein Ultimatum gesetzt bis zu einem Stichtag. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass wirklich noch die 100 zusammenkommen, aber ist ja dann passiert. Ja, wie gesagt, ich werde hier nicht gesponsert, kriege auch von YouTube kein Geld oder sowas. Deshalb, das war jetzt mal so eine lustige, einmalige Sache. Weil die ganzen Sachen, die in das Paket geflossen sind, waren jetzt nicht die teuersten, haben auch Geld gekostet. Da muss ich das Paket aber auch noch bezahlen. Ich muss auch noch zur Post eiern. Es sieht so aus, für denjenigen, der das Paket kriegt, so, ja toll, irgendwie, keine Ahnung. Ne, ein bisschen was drinne ist jetzt nicht das Wertvollste, aber für mich ist das Zeitfaktor alleine schon. Ne? Dieses Paket fertigstellen, das Video dazu drehen und zur Post fahren. Wenn ich irgendwie gesponserte Sachen kriegen würde oder so, könnte ich das irgendwie gerne machen. Ich muss mal gucken, vielleicht gibt es beim 500 Abonnenten oder sowas. Oder wenn 100 Kommentare unter irgendeinem Video kommen. Oder ich muss mal gucken. Ich lasse mir da mal was einfallen. Vielleicht zu Ostern oder so. Mal schauen. Gut. Ja, dann witzigerweise, bevor ich diesen Erdbohrer überhaupt hier zu Hause hatte, also ich hatte ihn schon bestellt, also als ich ihn irgendwie gekauft habe oder bestellt habe, ein Tag später kam eine Frage unter irgendeinem Video, ich weiß gar nicht mehr was. Welchen Erdbohrer benutzt ihr eigentlich? Dachte ich, ich habe doch gar keinen Erdbohrer, ne? Ich habe doch jetzt erst einen bestellt, ne? Wie kommt ihr denn darauf? Ich habe da auch noch nie in irgendeinem Video was von einem Erdbohrer erzählt, dass wir einen Erdbohrer haben. Naja, also das war ja, sehr witzig. Das hat gerade so spontan kam, die Frage. Aber wie gesagt, ja, jetzt weißt du es. Wir haben halt den Attica ELB52. Genau, so heißt er. Und den, ja, wie im letzten Video, in dem Zweiteiler zu sehen, für das Testloch, absolut gut. Ich weiß auch nicht, ob ein Qualitätsding, also die sind einfach auch schon größer. Das sind dann schon fast diese Zwei-Mann-Erdlochbohrer. Und das brauche ich nicht. Ich brauche einen Ein-Mann-Erdlochbohrer. Gibt es bestimmt auch von Markenherstellern, aber ja, ich weiß nicht. Also, das war jetzt nur ein Testloch. Ich werde das jetzt sehen, wenn ich Aufträge mache. Wie gut dieser Erdlochbohrer von Attica wirklich ist, wie lange er auch hält. Aber für mich ist das jetzt einfach nur zum Test gewesen. Ne? Also hackt nicht so auf den Erdlochbohrer rum.
seid froh, dass es so ein Video über diesen Erdlochbohrer gibt, weil ich habe da sonst über den nicht viel mehr gefunden als von Attica selber vom Hersteller. Und der hat das gemacht, was er machen sollte. Ist so. Gut, so. Das war's auch schon für heute, ist Dienstag, ne? Ja, ich war heute den ganzen Tag schon wieder unterwegs, habe Aufträge angeguckt. Drei Aufträge habe ich angeguckt, ging alles um Zaun aufbauen. Also ich hoffe mal, drückt mal die Daumen, dass mindestens ein Auftrag hängen bleibt, dass ich den Erdlochbohrer testen kann. Ansonsten muss mein Garten nochmal herhalten. Gut. 25 Minuten Video. Kurzes Video in der Woche. Ja, Bart kommt auch ab. Keine Angst. Morgen geht's auch noch zum Friseur, wenn ich das schaffe. Also macht's gut und dann schauen wir mal, was ich am Video, am Wochenende für ein Video drehe. Gut, bis dahin macht's gut, euer Kai von Gartenland.